Disclaimer, wir geben hier keine Finanzberatung und wir raten auch niemand, Bitcoin zu kaufen oder nicht zu kaufen. Also wie so gesagt, niemand soll hier weggehen und sagen, die haben mir erzählt, ich soll das kaufen. Ich meine, Ecuador war es, glaube ich, die das jetzt auch als offizielles Zahlungsmittel, also Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt haben. Ich meine, wenn sowas jetzt ein bisschen mehr die Runde macht, dann wird natürlich auch mehr Nachfrage nach Bitcoins herrschen. Ja, wir wollen uns heute ja eigentlich über ein kryptisches Thema unterhalten. Ich glaube, kryptisch ist es schon noch für einige Leute, die sich nicht so intensiv mit beschäftigen. Aber angeblich soll es ja unter Leuten deiner Generation das Thema Kryptowährungen richtig en vogue sein. Aber was ist denn das eigentlich? Ja, also Kryptowährungen sind schon ein bisschen kryptisch und auch in meiner Generation, glaube ich, noch eher vertreten als jetzt in älteren Generationen. Und eine Kryptowährung ist eigentlich einfach nur digitales Geld. Da steckt dann aber halt einiges hinter. Also ein digitales Zahlungsmittel ist vielleicht besser gesagt. Kam ursprünglich auf, um unabhängig oder unabhängiger von Banken und dergleichen zu werden. Und es funktioniert dann halt technisch ganz einfach gesagt so, dass jeder mitmachen kann, indem er Rechenleistungen zur Verfügung stellt für eine sogenannte Blockchain. Und dann werden die Daten, wem gehört, wie viel Geld, wie viele Bitcoins wird dann in dieser Blockchain gespeichert oder halt für jeden einsichtbar, sodass halt immer klar ist, wem wie viel oder wem welcher Bitcoin gehört. Das halt anstelle, sagen wir mal, des physischen Besitzes eines Euroscheines ist dann halt diese Blockchain da. Da steht dann irgendeine Zahl und daraus ist dann ersichtlich, dass dieser Person jetzt diese Menge an Bitcoins gehört. Also das Thema Vertrauen wird sozusagen technisch gelöst, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Weil Fall. Geld ist ja eigentlich Vertrauen. Also das ursprüngliche Thema war Geld, eine Notenbank, ein Staat, es sorgt für das nötige Vertrauen. Weil letztlich ist es ja eigentlich was völliges Fiktives, ne? Und Vertrauen ist sozusagen durch diese perfekte technische Kodierung und Verifizierbarkeit hergestellt. Kann man das so formulieren? Das Vertrauen in mir gehört, dieses Geld wird dadurch sichergestellt. Das Vertrauen im Sinne von dieses Geld wird seinen Wert behalten, ist dann wieder eine andere Sache. Bei Bitcoin ist es so, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins geben kann, einfach rein mathematisch gesehen. Von daher ist da die Gefahr einer Inflation jetzt nicht so groß, wie es sogar bei einer normalen Währung wäre. Aber naja, man hört ja trotzdem immer wieder, Bitcoin jetzt 60.000 Dollar, jetzt 30.000, also stabil ist es deswegen nicht. Aber ist es nicht eigentlich nur eine Spielerei für eine Minderheit? Nee, also so hat es angefangen, auf jeden Fall, mit so Anarchisten in die Richtung, wir wollen unabhängig von den Eliten sein, den Banken, dem Staat und so weiter. Aber mittlerweile ist das halt so groß das Thema und mit so vielen involvierten Parteien, dass das nicht mehr so ein Randfugthema ist. Man kann Aber damit. was kann ich eigentlich praktisch überhaupt damit anfangen? Also gut, es gibt bestimmte Dinge, die ich mir mit kaufen kann, aber auf mich wirkt es immer noch so ein bisschen wie so ein, doch ein bisschen ein Spekulationsobjekt, eine Freak-Spielerei. Und da stelle ich mir als alles mal die Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen, selber Bitcoin sozusagen zu spielen? Wie kommt das zustande? Was brauchst du dafür? Einen leistungsstarken Computer? Wenn einer das machen will, was muss er da eigentlich tun? Also, um es selber zu halten, muss man eigentlich gar nichts machen. Man muss sich einen Account machen bei einer externen Firma. Es gibt ja nicht irgendwie die Bitcoin AG oder irgendwie sowas. Aber ich erstelle mir dann einen Account bei einem Wallet, also bei einem Portemonnaie-Anbieter so gesehen. Und über den kann ich dann Kryptowährungen kaufen. Mit deinem echten Geld dann, oder wie ist dieser Kaufvorgang? Also du musst Mit schon ein dem echten bisschen Geld dann, wie in Kohle Online-Shop. investieren.
Also ja. Sozusagen schöne Euro in Bitcoin tauschen an irgendeinem Punkt. Ja, das ist praktisch. Also sag mal, welche Summe geht's da? Bei mir jetzt nicht so viel. Ja, aber es ist einfach so, wenn Leute uns zuhören, jetzt interessiert mich das. Brauche ich 500 Euro von der Oma oder nee. 50? Also man kann mit 3,50 Euro einsteigen. Der Preis für einen Bitcoin liegt zwar, ich glaube im Moment bei 28.000 Euro oder irgendwie sowas, aber man kann halt auch Teile von einem Bitcoin kaufen. So. Das heißt, ich kann als Student einfach beschließen, ich will mir jetzt ein bisschen Bitcoin kaufen. Das ist in Reichweite. Ich muss nicht viel Geld haben. Das ist absolut drin. Es ist ein bisschen so wie jetzt hier diesen neuen Neo-Broker, also Trading Public oder sowas, wo ich auch halt dann ganz einfach, ich muss nicht mit der Bank zusammenarbeiten oder sowas, wo ich ganz einfach Aktien kaufen kann. Und ja, ich glaube, das geht so ziemlich in die gleiche Richtung. Dass halt jetzt, und warum macht man sowas? Also ich habe es gemacht, weil ich es mir nicht entgehen lassen wollte. Wenn das halt nochmal so... Wie hast du darüber erfahren? Kryptowährungen insgesamt, glaube ich, 2014, 15 oder sowas. Also nicht jetzt über einen Kumpel, der gesagt hat, ich bin reich geworden, ich habe mir damit einen Porsche gekauft oder so. Nee, über ganz banal, über ich glaube Zeitung oder einen Internetbericht, also irgendwie über die Presse, als es dann mal hieß, Bitcoin hat innerhalb von 3 Tagen ist von 16 auf 20.000 Euro gestiegen oder irgendwie sowas. Also da bin ich ganz banal durch einen Pressebericht aufmerksam geworden und habe es halt dann seitdem immer halbwegs aktiv verfolgt. Muss man dann Technikfreak sein oder bist du ein IT-Spezialist oder man muss einfach wissen, da gibt es diese Wallet-Leute und ich zahle echte Euro und dann habe ich so ein Dröselstück von einem Bitcoin, so einfach. Oder muss ich da irgendwie noch ein größerer IT-Freak sein, um damit was anzufangen? Um mit Bitcoin zu handeln, also damit zu spekulieren oder was damit zu kaufen, das ist praktisch, als ob ich jetzt wie bei Amazon was kaufe. Wenn ich mich wirklich an der Blockchain beteiligen will, dann wird das schon schwieriger. Das heißt aber in der Regel machen es die Leute nicht. Das sind dann die sozusagen schürfen, ne, wenn ich das richtig verstehe. Das ist aber nur eine kleine Minderheit der Leute, die mit sozusagen Bitcoin gerade zu tun haben. Im Vergleich zu denen, die damit handeln, ist das auf jeden Fall eine Minderheit, ja. Und die das dürfen, also dieses mit der Rechenpower erzeugen, auch eine Minderheit. Das machst du nicht. Das mache ich nicht, nee. Das muss man auch nicht. Also ich brauche keinen super leistungsfähigen Computer. Wird wahrscheinlich auch gar nicht reichen. Die Rechenpower ist ja gigantisch, oder? Also in der Theorie konnte ich das jetzt hier mit meinem Laptop machen. Also ein kleines Bruchstück sozusagen errechnen. Aber es würde abschließen mit anderen. Es würde halt 10.000 Jahre dauern, bis ich da irgendeinen Vorteil draus habe. Also mittlerweile ist das Schürfen wirklich ein Geschäftsmodell. Also aber da beginnt ja mich mal die Fragwürdigkeit des Ganzen. Ne? Also das ist ja einerseits, klingt es ja so nett anarchistisch und gegen die Banken, gegen den Staat. Und letztlich kommt es ja wieder zu einer kapitalistischen Machtkonzentration, sage ich mal so. Also einige Leute können es schürfen. Werden die dann auch reich damit? Ja, man wird mit Bitcoins bezahlt, wenn man so und so viel Rechenleistung zur Verfügung gestellt hat. Dann bekommt man eine fixe Summe an Bitcoins. Und ich glaube, im Moment sind es 6 Bitcoins oder sowas. Das wird von... Wie viel ist denn die wert dann? 6 Bitcoins. Im Moment ist der Bitcoin bei ca. 30.000 Euro. Also da ist aber eine ketzerische Frage. Das ist eigentlich irgendwie, klingt das für mich wie so ein Spiel. Oder für dich auch? Ja, also es ist keine Währung. Ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt mit Bitcoin irgendwie zu zahlen oder sowas, weil wenn ich jetzt losgehe zum Rewe, um was zu kaufen, also wenn ich hier losgehe, ist der Bitcoin vielleicht bei 30.000, wenn ich ankomme, ist er bei 28.000. Also ein Spekulantenspielzeug. Das ist ein Spekulationsding, auf jeden Fall im Moment. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, was mich ja manchmal an diesen
innovativen Leuten, die sowas aufbringen, stört. Also das kommt da ganz steil angeflogen, irgendwie, ja, die Macht der Zentralbanken hinterfragen, ganz neu sozusagen eine Währung schaffen, und letztlich kommt es mir vor wie ein Riesenspielzeug. Ja, bei Bitcoin ist das ein bisschen außer Rand und Band geraten, glaube ich, kann man sagen. Also das ist halt sehr viel Hype drum, so auf Social Media und ja auch einfach insgesamt. Also vor 10 Jahren oder sowas, wenn man da jetzt gesagt hätte, die Zeitungen werden irgendwann mal von Bitcoin berichten, da hätte man jeden ausgelacht. So, und jetzt wird ja schon zu besonderen Anlässen schon noch darüber spekuliert. Und jetzt kommen ja auch seriösere Akteure auf den Markt. Also die EZB ist ja am Überlegen, eine Kryptowährung, die auf dem Euro basiert, ja, zu starten. Oder Facebook mit seiner Kryptowährung. Die sind dann, okay, bei Facebook jetzt nicht ganz, aber auch Facebook im Vergleich zu Bitcoin wird das eine deutlich stabilere Sache sein. Mal ganz praktisch gefragt, was kann ich eigentlich heute damit bezahlen und an welchem Punkt ist es sinnvoll, es zu benutzen? Außer ich bin Krimineller und will Geldwäsche mit betreiben, ist ja auch ein Kritikpunkt. Das ist tatsächlich eher ein Mythos, weil diese ganzen, wem was gehört, ist ja offen für jeden einsichtbar. Das heißt, ja, ich könnte mit irgendeiner Fake-ID mir jetzt irgendwie da gern Geld waschen oder sowas, aber spätestens in dem Moment, wo ich dann diese Bitcoins in echtes Geld ja wieder umwandle, also in Euros oder Dollar, spätestens dann gibt es ja einen Namen. Also das ist eigentlich, also da ist es besser, man nimmt normales Geld, Euros oder Dollars, als Bitcoins, um Geld zu waschen. Soweit. Aber ich sage, kann ich ganz praktisch was mitkaufen, richtig kaufen? Oder hast du schon mal was gekauft damit? Nein, bei einigen Stores geht das bestimmt, aber das ist, glaube ich, die absolute Ausnahme. Aber dann ist es doch irgendwie im spekulativen Raum eigentlich weitgehend, oder? Ja, es ist eher ein Spekulationsobjekt als ein richtiges Zahlungsmittel geworden. Jetzt mal unsere Zuhörer, Zuseher gedacht, also gerade so jüngere Leute, die ja nicht sozusagen ganz viel Spielgeld in der Tasche haben. Warum soll ich das machen? Also es ist mehr sozusagen ein Lehrstück, Spaß und vielleicht fällt ein bisschen Geld dabei ab. Aber letztlich ist es eigentlich ein Spiel? Ein Spiel würde ich nicht sagen, weil es geht immer noch um echtes Geld. Und das sieht man an jeder Ecke dann. Aber ich denke, dass es einfach eine Alternative ist zum, sagen wir mal, zu anderen Anlegeoptionen. Also Geld, also das ist für dich selber sozusagen als eine Anlageklasse, so gut Deutsch, wie Aktien. Für mich ist das aber auch, ist das eine weitere Anlageoption. Neben aber man kann so nicht nur gewinnen, sondern auch ganz schön verlieren, oder? Ja, aber das ist bei Aktien ja auch nicht anders. Also, würdest du sagen, das ist nicht höher als bei Aktien? Kommt mir doch ein bisschen krasser vor, wenn ich so beobachte. Der Bitcoin ist halt volatiler, also der springt halt viel stärker als die meisten Aktien. Aber im Endeffekt, meine Aktie, wenn ich 100 Euro investiere, kann ich 100 Euro verlieren, wenn ich in Bitcoin... Also wie gesagt, der Disclaimer, wir geben hier keine Finanzberatung und wir raten auch niemand, Bitcoin zu kaufen oder nicht zu kaufen. Also wie gesagt, niemand soll hier weggehen und sagen, die haben mir erzählt, ich soll das kaufen. Das ist sozusagen mein kleiner Einblocker, juristischer Einblocker dazwischen. Aber warum soll, also wie gesagt, nochmal, jenseits der Frage, also eigentlich soll ich doch als Student, habe ich nicht so viel Geld übrig, dass ich mich auf so hochspekulative Sachen einlassen kann. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. so einfach ist ja, das. Ja gut, du bist mit wie viel dabei? 50 Euro oder wie viel? 200 Euro. Wie viel? 200 Euro. Ja, mein Gott, das sind ja Beträge da. Es ist halt ein Betrag, der... Wenn ich ihn verlieren würde, es wäre schon doof. Aber es wäre sehr doof natürlich. Aber es würde mir nicht das Genick brechen. Man sollte auf keinen Fall und natürlich. Was glaubst du, was dem Einsatz vielleicht rausspringen könnte, wenn es gut läuft? Also ich denke, wenn ich das lang genug warte, also 250 Euro oder sowas, kommen da bestimmt bei rum.
So, das also 50%, nee, nicht 50, ein Viertel, 25%. In welchem Zeitraum? Das ist eine gute Frage. Das ist halt so gesehen der Unterschied zu einer jetzt normalen Aktie, dass hinter Bitcoin steht ja nichts. Also wenn ich jetzt irgendeine Aktie kaufe, dann ist da ja ein Unternehmen und ich kann irgendwie gucken, ja, das hat jetzt so und so viel Gewinn gemacht, das Geschäftsmodell, was auch immer, da kann ich mich deutlich stärker mit beschäftigen und gucken, was halte ich davon. Bei Bitcoin ist das halt schwieriger. Da ist es halt, wird es jetzt nochmal so einen richtigen Hype geben oder nicht? Und das ist interessant, wir haben ja eine Umfrage gemacht, es waren glaube ich 81% von unseren, die reagiert haben, haben gesagt, nö, habe ich noch nie gemacht. 19% haben gesagt, ja, ich habe irgendwie Bitcoin oder schon mal was damit zu tun gehabt. Wenn du dich so umguckst, ist das repräsentativ? Also jeder fünfte Student spielt mit Bitcoin. Das wäre ein bisschen hoch, oder? Ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen hoch wäre. Wobei die Frage ist, was mit, ich habe irgendwie was damit zu tun, natürlich gemeint ist. So, ob man jetzt auch sagt, wenn mein Vater, mein Freund, meine Freundin oder irgendwie sowas, auch Bitcoin hat, glaube ich, also da bin ich ja davon auch so. Aber ist es echt so was, wo deine Kumpels oder du, Freunde, Freundinnen drüber reden? Ihr redet über Bitcoin? Nee. Also, ein Kumpel, mit dem rede ich darüber. So, und, also, die Theorie, wie Medien suggeriert, das ist ein Massenthema in der jüngeren Generation. Diese Idee sollte man jetzt auch nicht hier propagieren, sondern es ist schon eine bestimmte Gruppe, die das macht. Ja, auf jeden Fall. Also, alleine, weil es ist halt Geld. Also es ist ja eine Investition oder sowas und das kann man sich halt nicht unbedingt in jungen Jahren leisten. So. Ist es dann doch ein bisschen gehypt? Sind dann diese Leute, die das betreiben, halt einfach sehr aktiv, sehr präsent in sozialen Medien, dass man den Eindruck hat, hoch, das ist ein Breitenphänomen? Ja, also ich denke, wenn man einmal irgendwie in diese Bubble reinkommt, das ist ja insgesamt das die Gefahr bei Social Media, wenn der Algorithmus einmal meint, Kryptowährungen, dafür interessiere ich mich, dann kriegst du halt nur noch über Kryptowährungen und Aktien und sowas Beiträge. Aber also es ist kein breites Thema jetzt in der jungen Generation. Also ich würde sagen, schon jeder hat es mal gehört und hat so eine grobe Ahnung davon. Aber ein Massenthema ist es nur im Vergleich, glaube ich, zu älteren Generationen. Würdest du Leute jetzt ermuntern, da einzusteigen? Also ermuntern ist, wie gesagt, mit der Warnung, nicht das Geld zu verlieren, sondern einfach, dass du sagst, da lernt man was dabei, ist ein interessanter Einblick in so eine Welt. Oder ich kann ein bisschen vielleicht Geld verdienen, ein bisschen verlieren, aber es ist vor allen Dingen so, ja, interessant. Also wenn man sich nicht dafür interessiert, dann würde ich es nicht machen. Welches Interesse sollte man haben? Also sollte man ein bisschen so ein Finanzmensch sein, der auch mal einen Aktienkurs sich anguckt oder so? Wenn man investiert sowieso. Und natürlich, auch wenn man sich dafür interessiert, nicht mehr investieren, als man jetzt nicht verkraften kann, dass man es, wenn man es 100% verlieren würde. Aber man muss ein bisschen so ein Faible für Finanz, Geld und solche Themen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also verfolgst du das dann täglich, deinen Kurs, oder wie machst du das? Den Bitcoin-Kurs entschecke ich irgendwie alle 2 Tage oder so. Also bei Bitcoin, da sollte man schon noch öfter drauf gucken, als jetzt bei einer Aktie oder sowas, weil es auch auf die Aktie ankommt, aber bei Aktien ist meistens nicht so ein heftiger Ausschlag. So, bei Bitcoin, ja, da innerhalb von 2 Tagen oder sowas, 10% plus minus ist halt normal, so, ne? Also Fazit, mit dem Geld vorsichtig umgehen, also ein kleines bisschen Spielgeld, aber nicht denken, da ist jetzt was, worauf ich irgendwas aufbauen kann oder meinen Urlaub mitfinanzieren will, sondern es ist ein kleines Objekt, mit dem man unter Umständen sein Geld vermehren kann, wenn man mal Glück hat. Ja, ich denke, das beschreibt es schon ganz gut. Glück, oder kann man das sehr gut steuern? Bitcoin würde ich tatsächlich sagen, ist Glück und Geduld. Mhm. Also ich glaube, dass das halt, der Trend geht eher nach oben als nach unten insgesamt. Also wenn man lang genug drin bleibt, dann macht man, glaube ich, schon Gewinn.
Aber wie gesagt, was denkst du eigentlich generell darüber, über diese gesamte Philosophie dahinter, die dahinter steckt, ne? Es ist ja eh umstritten, die Frage, dass eigentlich viel an der Wirtschaft heutzutage Spekulation ist und gar keine reale Substanz. Das sind eigentlich die Aktienmärkte viel riesiger als, oder Derivate, ne? Ich rede jetzt mal nicht von Aktien, da ist ja noch ein Unternehmenswert dahinter, aber dass da so eine virtuelle Spekulationswelt hochgezogen wird, weit ab der Wirtschaft, auch weit ab von der Realität der meisten Menschen. Und da wird dann halt gezockt. Und ob das jetzt nicht irgendwie doch auch eine fragwürdige Entwicklung ist, würde ich dich mal fragen, wie du das siehst. Also einfach mal gesellschaftspolitisch oder wie man es nennen will. Also da glaube ich, sind Sachen wie Derivate noch schlimmer, weil es einfach viel größer ist. Mehr Volumen, ne? Kryptowährungen sind dann im Vergleich dazu, glaube ich, noch halt einfach Peanuts. Und bei Kryptowährungen ist es ja halt auch immer noch so, dass es nicht wirklich kontrolliert ist. Was halt, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, so 2013 oder sowas, NSA-Affäre und Finanzkrise davor, dass auch viele Leute irgendwie nicht halt so sind, direkt in die Finanzmärkte wollten und dann halt Kryptowährungen sich genau also Aber gekauft ist es in haben, irgendeiner um sich Weise davon moralisch abzusichern. besser, so wie es jetzt läuft? Ich meine, gut, du hast gesagt, es ist eigentlich relativ gut abgesichert gegen Betrug, gegen Geldwäsche, so habe ich das verstanden. Aber ich verstehe nicht, also die moralische Überlegenheit verstehe ich dann auch wieder nicht. Das ist halt ein anderer Kanal, auf dem andere Leute spekulieren. Ja, aber es ist noch weiter weg von der Realwirtschaft. Also, dass wenn da was halt zu einem Crash kommt vom Bitcoin-Kurs, dann verlieren Leute riesige Mengen an Geld. Oder können verlieren, andere haben davor natürlich gewonnen. Aber davon geht kein Unternehmen pleite. Weil, also, es gibt ja nur wenige Unternehmen, die jetzt wirklich substanziell ihre Reserven in Bitcoin oder sowas halten. Naja, Und das dann gibt eine Auswirkung in ist die es halt. Umwelt, ist dieser wahnsinnige Energieverbrauch, diese Wahnsinnsrechenleistung, die es braucht. Ja, aber das ist auch, weil es so viel Energie verbraucht, ist es tatsächlich sogar halbwegs in Ordnung, die Bilanz. Weil, wenn ich jetzt Bitcoins schürfe, ich muss nur einmal mir die Technik kaufen und danach ist es nur noch Energiekosten. Also wirklich auch Das CO2-mäßig schlecht. es ist sehr viel Stromverbrauch, Energieverbrauch, aber es ist CO2-mäßig nicht so schlecht, weil so viel Strom verbraucht wird, werden diese Serverfarmen auch nur da hochgezogen, wo die Energiekosten schon niedrig sind. Also in China war sehr viel, in der inneren Mongolei oder irgendwie sowas, wo halt dann sehr viel Energie aus erneuerbaren Energien geschaffen wurde. Deswegen ist der Energiepreis da niedrig und deswegen ist es da halt billiger, Bitcoins zu schürfen. Trotzdem frage ich mich etwas, was Energie verbraucht, generell im Zeitalter des Klimaschutzes, also diese Das ist Energie, grüne natürlich gar Energie, kein. die in diese Spekulation oder diese Spielerei oder wie man es nennen will, dieses Stück Anarchismus fließt, fehlt ja an anderer Stelle. Also mir ist so die gesellschaftliche Wertigkeit da noch ein bisschen fragwürdig. Also ja, es ist natürlich nicht perfekt. Es ist immer noch sehr viel Energieverbrauch aus erneuerbaren Energien, aber die natürlich was anderes versorgen könnten. Aber es ist halt nicht mehr so, dass halt ja da jetzt irgendwo ein Kohlekraftwerk hochgezogen wird, um Bitcoins zu schürfen. Ich glaube, da ist ja die Dimension dann doch noch zu klein, ne? Ich weiß gar nicht, ob die dafür zu klein wären. Aber das ist nicht mehr die Realität, weil halt wegen Klimaschutz halt CO2-Preise und sowas lohnt sich das einfach dann finanziell nicht mehr. Also Estland ist zum Beispiel ganz groß bei Bitcoin-Schürfen, weil da halt sehr viel Wasserkraft, also Energie aus Wasserkraft hergestellt wird und deswegen die Strompreise niedrig sind. Ja, da muss man dann nochmal vielleicht ein Fazit ziehen. Also für die Leute, die das interessiert, warum aus deiner Sicht
lohnt es sich oder ist es sinnvoll, da auch als Mensch mit nicht viel Geld mitzumachen? Also ich würde da nicht mitmachen, wenn ich mich nicht schon vorher mit Aktienmärkten und anderen Investitionsmöglichkeiten beschäftigt hätte. Aber im Zweifelsfall, glaube ich, ist es auch in der momentanen Situation, Strafzinsen auf dem Konto, dann kann das Geld besser auf Bitcoin liegen. Und du wirst schon sagen, wenn du vorsichtig bist und es bei 200 Euro lässt, kannst du als Studentin oder als Student da durchaus mitmachen. Die Risiken sind dann halt auch begrenzt in der realen Welt, wenn ich so vorsichtig bin. Ja, ich kann halt natürlich nicht mehr verlieren, als ich investiert habe. Ja, doch, ich glaube, ich habe schon Spaß, das dann nicht regelmäßig zu gucken und zu überlegen. Außer der Kurs geht runter. Verkaufe ich jetzt nicht. Außer der Kurs geht runter, das ist dann kein Spaß, oder? Ja, aber das ist, glaube ich, einfach ein Leiden für jeden, der irgendwie am Markt tätig ist. Ich meine, Ecuador war es, glaube ich, die das jetzt auch als offizielles Zahlungsmittel, also Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt haben. Ich meine, wenn sowas jetzt ein bisschen mehr die Runde macht, dann wird natürlich auch mehr Nachfrage nach Bitcoins herrschen. So, dann wird der Kurs natürlich steigen. Also es ist, glaube ich, eher muss man sich da gesellschaftlich dran setzen oder gesellschaftlich fit sein als am Finanzmarkt. Das ist schon mal ein gutes Fazit. Ich habe es etwas besser verstanden, aber ich kaufe, glaube ich, trotzdem keinen. Jedem das seine, ne? Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.